Herzlich willkommen zu dieser Serie. Wir sprechen jetzt über Logik erster Stufe, auch Prädikatenlogik genannt. Das ist eine in der Informatik und in der Mathematik sehr wichtige und grundlegende Logik. Und ja, in diesem Video wollen wir erstmal ganz gemütlich anfangen. Wir schauen uns ein paar Beispiele an, was man damit machen kann, wofür diese Logik gut ist. Ihr braucht gar nicht viel Vorkenntnisse. Vielleicht so ein bisschen Aussagenlogik wäre schon ganz gut. Und wir beginnen mal mit einem ganz klassischen Beispiel. Hier steht, Sokrates ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, also ist Sokrates sterblich. Das ist ein Schluss, da haben schon die alten Griechen drüber nachgedacht, ja, dass es da irgend so eine Art von logische Schlussfolgerung gibt, wenn man so in Klassen von Objekten denkt. Also, ja, nichts gegen Sokrates, aber er ist jetzt für uns nur ein Objekt, ja, und zwar ein Objekt von der Klasse Mensch, ja, und alle Objekte, die zur Klasse Mensch gehören, gehören auch zur Klasse Sterblich, und daraus kann man dann schließen, dass Sokrates auch zu dieser Klasse von sterblichen Objekten gehört. Aber das, was hier steht, das sind ja jetzt wieder Sätze in deutscher Sprache, ja, das ist kein richtiger Formalismus. Man könnte jetzt versuchen, mit Aussagenlogik daran zu gehen und das irgendwie zu modellieren. Aber ja, was kann man da machen? Da kann man sagen, das hier ist eine Aussage A und das ist eine Aussage B und das ist eine Aussage C, ja, und aus A und B folgt jetzt C oder irgendwie so. Aber das ist nicht so ganz befriedigend, sage ich mal, weil wir hier ganz klar eben von verschiedenen Klassen von Objekten sprechen. Wir sprechen hier über alle Objekte einer Klasse, die auch in einer anderen Klasse sind. Also diese Sätze hier, die sind voll von Struktur, die man in normaler Aussagenlogik gar nicht abbilden kann. In Logik erster Stufe hingegen kann man das sehr gut abbilden, was hier steht. Das würde dann nämlich so aussehen. Ja, man kann in Logik erster Stufe über Objekte sprechen. Man kann sagen, dass irgendwelche Objekte zu irgendwelchen Klassen dazugehören. Man kann sagen, dass alle Objekte einer Klasse auch zu einer anderen Klasse gehören. Zum Beispiel könnte man diese Aussage, Sokrates ist ein Mensch, in Logik erster Stufe so hinschreiben. Man schreibt Mensch, also die Klasse, und dann in Klammern dahinter das Objekt, Sokrates in diesem Fall. Ja, das soll bedeuten, Sokrates gehört zur Klasse Mensch. In diesem Fall nennt man Mensch jetzt auch das Prädikat. Ja, Sokrates hat das Prädikat Mensch, so wie, weiß nicht, der Kaffee in der Werbung das Prädikat sehr gut hat. Ja, so hat Sokrates jetzt das Prädikat Mensch, deswegen nennt man diese Logik auch Prädikatenlogik. Und diese zweite Aussage, wie übersetzt man die in Logik erster Stufe? Das ist schon deutlich interessanter, was hier passiert. Dieses alle Menschen sind sterblich, das könnte man sich auch so vorstellen, nämlich, dass hier steht, für alle Objekte X gilt, wenn X ein Mensch ist, dann ist X auch sterblich. Ja, und das steht hier quasi, also dieses Symbol, dieses umgedrehte große A, das ist der sogenannte Allquantor, der sagt, für alle Objekte X gilt irgendwas. Und zwar, wenn X ein Mensch ist, dann ist X sterblich. Ja, das hier ist die ganz normale Implikation, wie wir sie schon aus der Aussagenlogik kennen. Ja, und aus diesen beiden Aussagen folgt dann diese dritte Aussage, nämlich, dass Sokrates sterblich ist. Ja, so halten wir für dieses erste Beispiel schon mal fest, wir können in der Logik erster Stufe besonders gut über Objekte sprechen und über Klassen von Objekten und wie diese Klassen sich zueinander verhalten. Aber schauen wir mal auf ein weiteres Beispiel. Ich habe neulich so ein bisschen durch die Immobilienanzeige geguckt, ob es irgendwo eine günstige Wohnung in guter Lage gibt. Und zu einer guten Lage gehört natürlich dazu, dass sie nah an einem Supermarkt und auch nah an einer, ja, Bushaltestelle oder irgendwie an einer Bahnhaltestelle liegt. Und dann habe ich diesen Satz gelesen, Supermarkt und Bushaltestelle nur einen Block entfernt. Und dann denkt man erstmal, wow, klingt ja super. Aber wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, dann könnte man sich fragen, was bedeutet dieser Satz eigentlich genau? Ja, ich konnte mir nämlich unter diesem Satz eigentlich zwei verschiedene Szenarien vorstellen. Stellen wir uns mal vor, wir haben hier ein kleines Straßennetz, wir haben die schwarzen Punkte, das sind Kreuzungspunkte, wir haben die roten Linien dazwischen, das sind die Straßen, und wir haben einige Kreuzungspunkte mit Haltestellen, das ist das H, und einige Kreuzungspunkte mit Supermärkten, und wir nehmen mal an, alles spielt sich nur an den Kreuzungspunkten ab. Ja? Also, jetzt fragen wir uns, wo könnte diese Wohnung denn liegen? Ja, an welchem Kreuzungspunkt? Wir nehmen mal an, sie kann nur an einem Kreuzungspunkt und nicht irgendwo auf einer Straße liegen. Naja, es könnte zum Beispiel sein,
dass diese Wohnung, die hier beschrieben wird, dass die hier liegt, ja, dann ist es ja der Fall, dass nur einen Block entfernt habe ich hier einen Ort, da ist eine Haltestelle, da ist ein Supermarkt, ja, alles gut. Ja, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ich komme hier zur Haltestelle, gehe nochmal schnell in den Supermarkt und dann gehe ich einen Block und dann bin ich zu Hause. Es gibt aber auch eine andere Art, wie man diesen Satz hätte interpretieren können. Ja, es hätte sich vielleicht um solch einen Ort hier handeln können, wo ich, eine Haltestelle einen Block entfernt habe. Ich habe auch einen Supermarkt einen Block entfernt. Aber wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann komme ich hier zur Haltestelle. Ja, und dann muss ich erstmal einen großen Umweg laufen zum Supermarkt und dann von da nach Hause. Also was hier unklar geblieben ist, meint dieser Satz, es gibt einen Ort, der einen Block entfernt ist, bei dem ich sowohl eine Haltestelle als auch einen Supermarkt habe? Oder könnte dieser Satz auch meinen, es gibt einen Ort, der einen Block entfernt ist, wo eine Haltestelle ist, und es gibt auch einen Ort, der einen Block entfernt ist, wo ein Supermarkt ist? Und hier sind jetzt mal diese beiden Versionen des Satzes formalisiert in Logik erster Stufe. Ja, die erste Möglichkeit ist, dass der Satz bedeuten soll, für den Ort X, wo die Wohnung sich befindet, da gilt Folgendes. Es gibt einen Ort Y, ja, dieses umgedrehte E bedeutet es gibt, ja. Es gibt einen Ort Y, so dass ich eine Straße von X nach Y habe, also quasi Y ist ein Block entfernt von X, von der Wohnung, und dass bei Y eine Haltestelle ist und auch ein Supermarkt. Ja. Zum Beispiel dieser Punkt hier, der erfüllt diese erste logische Formel. Ja. Der erfüllt, dass es einen Ort gibt, der nur ein Block entfernt ist, wo eine Haltestelle und ein Supermarkt ist. Und dann haben wir hier diese zweite Interpretation. Ja, das wäre, es gibt einen Ort Y, es gibt eine Straße von X nach Y und bei Y ist ein Supermarkt. Und es gibt auch einen Ort Z und es gibt eine Straße von X nach Z und bei Z ist die Haltestelle. Also wir sehen, Logik erster Stufe hat den Vorteil, dass man Dinge unmissverständlich ausdrücken kann, dass man sagen kann, ist das derselbe Ort oder sind es möglicherweise zwei verschiedene Orte, wo sich Supermarkt und Bushaltestelle befinden. Und es gibt einen weiteren Aspekt, der hier in diesem Beispiel vorgekommen ist. Und zwar hatten wir hier Straßen. Straße ist auch ein Prädikat, aber es ist ein binäres Prädikat, würde man sagen. Es ist ein Prädikat, was immer über zwei Objekte spricht. Ja, es verbindet zwei Objekte. Das heißt, wir können mit Logik erster Stufe auch besonders gut darüber sprechen, wie sich verschiedene Objekte zueinander verhalten. Ja, zum Beispiel dieses Objekt. Wie verhält sich das zu diesem Objekt? Naja, da ist eine Straße dazwischen, ja, während sich zwischen diesem Objekt und diesem Objekt keine direkte Straße befindet. Und solche Relationen, die kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr Datenbanken kennt. Wir können uns nämlich das, was wir hier grafisch gesehen haben, dieses Straßennetz mit verschiedenen Objekten, mit Straßen, mit Supermärkten, Haltestellen, das können wir uns eigentlich vorstellen wie eine Datenbank, ja, eine relationale Datenbank. Kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht, ja, so, aber jede Standard, weiß nicht, SQL-Datenbank ist eigentlich immer eine relationale Datenbank. Da hat man verschiedene Tabellen, zum Beispiel wir haben eine Tabelle für Straße, eine für Supermärkte, eine für Haltestellen. Ja, dann haben wir jetzt die einzelnen Kreuzungspunkte hier mal benannt, A, B, C, D, E, F, G und H. Und dann haben wir eine Tabelle, Straße, die sagt uns einfach nur, zwischen welchen beiden Kreuzungspunkten liegt eine direkte Verbindung, eine Straße, und zwischen welchen nicht. Ja? Also hier sind alle Straßen aufgelistet, hier sind alle Supermärkte aufgelistet, hier sind alle Haltestellen aufgelistet. Und dann kann man diese beiden Formeln, ja, das sind Formeln in Logik erster Stufe, die kann man aber auch verstehen als Datenbankanfragen. Ja, das hier ist eine Datenbankanfrage, die sagt, gib mir mal alle Objekte X zurück, für die gilt, es gibt ein Objekt Y, einen Block entfernt, wo eine Haltestelle und ein Supermarkt ist, ja. Also diese Datenbankanfrage, ausgeführt auf dieser Datenbank, ja, die würde uns dann liefern, zum Beispiel das Objekt C und auch das Objekt E. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe jetzt die Straßen hier nicht symmetrisch gemacht, also eigentlich müssten hier noch immer die symmetrischen Paare mit rein, ja, damit das wirklich klappt, ja, das Paar E, D ist hier nicht mit in der Datenbank, sondern nur D, E. Aber das ist ein Detail, damit schlagen wir uns dann später rum. Ja, man kann Logik erster Stufe also benutzen, um über Objekte, über deren Relationen zueinander zu sprechen und ganz unmissverständliche Aussagen zu treffen.
Und was für Objekte und was für Relationen man sich da aussucht, das ist einem selbst überlassen. Da kann man sehr kreativ werden. In der Mathematik, ja, hat man natürlich auch Bedarf an klaren Aussagen, an logischen Schlussfolgerungen. Da eignet sich Logik erster Stufe also auch besonders dafür. Ja, hier zum Beispiel sprechen wir über natürliche Zahlen. Also die Objekte sind diesmal natürliche Zahlen. Und wir haben mal eine Relation hier, die sogenannte Teiler-Relation. Die sagt einfach, ist eine Zahl ein Teiler von einer anderen? Ja, wenn eine Zahl ein Teiler von einer anderen ist, dann stellen wir uns das so vor, als hätten wir da jetzt so einen Pfeil gemalt von der Zahl zu der anderen. Also von der 1 gibt es einen Pfeil zu jeder natürlichen Zahl. Das müsst ihr euch natürlich vorstellen, das geht hier unendlich weiter, 8, 9, 10 und so. Ja, von der 1 zeigt ein Pfeil auf jede natürliche Zahl. Also jede Zahl zeigt natürlich auf sich selbst. Ja, die 2, die zeigt zum Beispiel auf sich selbst, auf die 4 auch, auf die 3 aber nicht. Denn 2 ist kein Teiler von 3, aber 2 ist ein Teiler von 4 und so weiter. Ja. Also, wenn wir zum Beispiel über Teiler sprechen können, dann können wir eine Formel in Logik erster Stufe hinschreiben, die besagt, dass eine Zahl eine Primzahl ist. Diese Formel, die spricht dann über die Zahl p und die sagt jetzt, p ist eine Primzahl. Na, kennt ihr die Definition einer Primzahl? Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die genau 2 Teiler hat. Ja, also es existieren 2 natürliche Zahlen, das ist nämlich ein y und ein z, nennen wir es mal. Die sollen unterschiedlich sein, y ungleich z, es sollen ja 2 verschiedene Teiler sein. Naja, und wie sagt man, dass das die beiden einzigen Teiler sind? Das kann man so sagen, für alle d gilt, wenn d ein Teiler von dieser Primzahl ist, oder von dieser Zahl p, dann folgt daraus, d ist gleich y oder d ist gleich z. Also jeder Teiler, den die Zahl p hat, der ist entweder gleich y oder gleich z. Ja, und insgesamt sagt dieser Satz dann, p hat genau 2 Teiler. Und dann können wir mit dieser Formel noch so ein bisschen weiter rumspielen. Ich habe jetzt diese Formel einfach mal hier nochmal genau so hingeschrieben. Ja, also hier steht, p ist ein Teiler. Aber ich habe noch davor geschrieben, für alle x existiert ein p, das größer ist als x, sodass p eine Primzahl ist. Ja, was bedeutet dieser Satz insgesamt? Der bedeutet, es gibt unendlich viele Primzahlen. Ja, für jede Zahl x gibt es noch eine Primzahl, die größer ist als x. Ja, das kann man sich überlegen, das ist das Gleiche, als wenn man sagt, es gibt unendlich viele Primzahlen. Also fassen wir nochmal zusammen. Logik erster Stufe ist besonders nützlich, zum Beispiel bei der Repräsentation von Wissen. Wir können über Objekte sprechen, zu welchen Klassen diese Objekte gehören. Wir können über deren Relationen zueinander sprechen, wie die Objekte sich zueinander verhalten. Und wir können damit eben Wissen ausdrücken, zum Beispiel jedes Land hat eine Hauptstadt, jeder kennt Dave oder der Bruder meiner Mutter ist mein Onkel, können wir sagen. Ja. Und es ist auch gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig, dass wir eben nicht nur menschenlesbares Wissen haben, so wie Wikipedia zum Beispiel, sondern eben auch maschinenlesbares Wissen. Ja, es gibt riesige Datenbanken, riesige Ontologien von maschinenlesbarem Wissen. Es gibt Wikidata, es gibt Ontologien, die speichern medizinisches Wissen über Krankheiten, über Anatomie, über Geografie, Biologie, Chemie, was auch immer ihr euch ausdenken könnt. Es gibt bestimmt schon eine maschinenlesbare Datenbank, die Wissen über dieses Thema speichert. Dann können wir Logik erster Stufe benutzen, um Datenbankanfragen zu formulieren. Wir können sagen, gib mir alle Kunden und deren Adressen, die schon 2-mal bestellt haben. Ja, also es gibt 2 Bestellungen, 2 verschiedene Bestellungen, die dieser Kunde gemacht hat. Und natürlich nicht zuletzt ist die Logik erster Stufe auch besonders wichtig in der Mathematik zum Formalisieren von mathematischen Aussagen, von mathematischen Definitionen, sogar zum Formalisieren von Beweisen. Es gibt mittlerweile im Internet große Datenbanken von mathematischen Beweisen, ja, also Aussagen und deren Beweisen, die sich dann maschinenlesbar von einem Computerprogramm automatisiert nachprüfen lassen. Ja, da können dann solche Aussagen wie hier drin stehen, es gibt unendlich viele Primzahlen und ein ganz formaler Beweis, den ein Computer prüfen kann, um wirklich sicher zu gehen, dass die Aussage stimmt. Ich würde sagen, das war es soweit als Einführungsvideo. Ich hoffe, es war alles verständlich und im nächsten Video fangen wir dann richtig an, uns mit Logik erster Stufe zu befassen.